Dann sage ich mal Hallöchen zu Card Against Humanity mit Crimson und Graver. Ja, moin. Hallo. Guten Tag. So, wir starten mal A-Game, ne? Ja, dann Gegen. starte mal. David. Ich bin auch gleich der Zar. Was präsentiert Hill Valley im Jahre 2500? Oh mein Gott, das fängt jetzt schon gut an. Geht jetzt schon gut los. Wow. Okay, ich fange mal harmlos an. Okay. Ich fange mal harmlos an. Du fängst harmlos an. Ich Okay, fange harmlos bitteschön. an. Viel Spaß. So, was präsentiert denn den Hill Valley im Jahre 2500? Karl Marx als Hitler verkleidet. Das fängt gleich gut an. Das fängt gleich gut an. Fängt gleich super an, ey. Oh, Geil. gleich, so einfach musst du gleich die Hitler-Karte spielen, so einfach gar keine Qualität und keine Lebensqualität. Ja, gut, und Wow. was wird noch im Jahre 2500 präsentiert? Nichts. Wow, spannend. Das ist ja spannend as Das geht gut los, ne? Da bin ich Ja. rechts aber auch gleich. Ja! Nicht. Was? Einfach nicht. Wow. So will ich sterben. Ich ahne Schreckliches. Jetzt schon. Warte mal, ich muss erst mal das rausnehmen, das rausnehmen, das rausnehmen, das rausnehmen. Das muss weg. Ja, die Müllkarten können man ruhig immer so ein bisschen aussortiert werden. So, Ist ja. natürlich jedem selbst überlassen, was er als Müll deklariert. Ja. Genau. Am Ende kann man sagen, die Karte hätte ich mal behalten sollen, weil sie jetzt doch passt. Aber. Pff. So. So, wie will ich denn sterben? Fleischfressende Bakterien. Ja, okay. Ja, Ja. ja, Ja, dauert vielleicht ein warum bisschen, nicht? aber kann man machen. Oder will ich denn noch sterben? Doping während der Special Olympics. Hey, Das passt doch noch das rein! wäre, Das das wäre passt doch immerhin noch noch ein rein! sportlicher Tod. Das wäre ein sportlicher Tod. Ja, aber Okay. ist doch kacke. Du bist schon, so gesehen, mit einer Puh. Behinderung gestraft und dann finden sie auch noch mit einer Spritze im Arm. Was mich wenig stört, ich habe eine Körperbehinderung. Ich Naja, auch. ich mein ja, du bist schon Kandidat dafür. Darum Eben. sag ich ja, das passt so für dich, die Karte. Das ist richtig. Schnauze! Meine Nein, Fresse. ich werde meine Schnauze nicht halten. Mach nicht du. Beiß. Na, So. scheiß so viel bei mir. Jawohl! Ah, Siegesserie. verdammt! Kann nur dadurch unterbrochen werden, dass ich jetzt der Zar bin. Wenn Pan mal wieder monatelang nicht geputzt hat, finde ich überall. Oje. Oje, oje, oje. Ja, wir haben die HWSQ-Karten dabei. Sieht man ja eigentlich auch da Mit oben. voller Die Absicht. weil die sind teilweise wirklich sehr gut. Die bieten so viel Ja, Potenzial. ja, ja. In meiner Aufnahme, Entschuldigung, dass ich manchmal ruhig sein muss, damit das OBS, das Mikrofon nicht reagiert, weil der so viel bei mir denkt. Ich muss mal jetzt ein Loch in die Wand kloppen. Ist ja noch die 22 Uhr. So, wenn Pan mal wieder monatelang nicht geputzt hat, finde ich überall Feigenpudding. Igitt. Warum glaube ich, dass das gar nicht mal so weit weg von der Realität ist? Ja, das ist es ja. Keine Aber Ahnung. außerdem finde ich auch einen Gutschein für eine Gratisabtreibung. Alter, wie? Warum? Wow. Böse. Pfui, finde ich gut. Das geht doch nicht. Ja. Was? Stephanie Meyers besucht was war nochmal? Stephanie Nochmal. Meyers neues Buch zerstört nach Vampiren und Werwölfen jetzt auch? Aber das ist jetzt nicht so eine Twilight-Kacke, oder? Da doch, das ist die. Das Oh. Stephanie Meyer hat Twilight geschrieben. Oh. Mein Beileid. Von mir aus. Aber echt. Ui, So, ui. wa Na? Stephanie Meyers neues Buch zerstört nach Vampiren und Werwölfen jetzt auch? Obdachlose.
Wow. Oder zerstören jetzt auch Batman. Nee. Was? Du kommst. Das ist ein Ding. Er kommt extra mit der Batman-Keule. Ja, ich bin nicht so einer. Und dann gewinnt das nicht mal, aber Batman gewinnt immer. Denn ich bin Batman. Das mache ich heimlich vor jeder Aufnahme. Genau, was macht ihr denn vor jeder heimliche Aufnahme? Das will ich eigentlich gar nicht wissen, aber okay. Ich glaube ich auch nicht bei der Karte, die ich gewählt habe. Aber Alu lacht auch schon so dreckig. Die Ironie ist, dass ihr zwei gerade aufnehmt. Also ich will nicht wissen, was ihr vor jeder Aufnahme macht. Ja, wieso? Bevor ich aufgenommen habe, habe ich die Szene gewechselt. Ich auch, ich habe mein OBS eingerichtet. Sich mit dem Arsch auf Pinocchios Gesicht setzen und verlangen, dass er lügt. Wow. Oh. Oder? Fallen im Haus anbringen. Kevin, allein zu Hause Style. Ja, falls ich das dann vergesse und dann kurz aufs Klo will, dann und dann hab ich das nicht, nicht ausgeschaltet. So, Neu von J.K. Rowling, Harry Potter und... Eieiei, jetzt ist böse. Und dafür hätte ich eine Karte. Das ist wieder so, dafür hätte ich eine Karte. Ich hab zwei, jetzt kann ich mir nicht entscheiden. Nimm die, die böser klingt. Leider Cards Against Humanity und Hello Kitty Online. Harry Potter und ein Kind, was einen Pädophilen aus Rache vergewaltigt. Was? Alter! Moment mal. Das klingt gerade so, als würde das Kind dem Pädophilen auch noch einen Gefallen tun. Naja, kommt drauf an. Nein. Nee. Ah. Neu von J.K. Rowling, Harry Potter und euer Onkel Klaus. Das ist genau, das passt so zusammen, die beiden Karten. Oh, aber das ist böser. Natürlich, yes. Meine Güte. Ja. Ja, ich meine mal so, dass das wäre so, das müsst ihr, jeder, der sich das Buch kauft, müsste eine andere Hey Süße, Geschichte haben. Hast du Bock auf... Ich sollte wirklich mal wieder aussortieren. Hey Süße, hast du Bock auf Gronkh? Okay. Hey Süße, hast du Bock auf Komasaufen mit auf Laxamita? Laxativa? Ja. Komasaufen reicht schon. Aber Gronkh ist viel schlimmer! Seine Community! Oh, nein, nicht, nicht, nicht mit, hat er nicht mit Fackeln und Forken! Nicht mit Fackeln und Forken! Alte Menschen riechen voll penetrant nach! Na gut. So, ich will danach riechen. Ich lach schon, weil ich sage direkt mal, es ist nicht aus Erfahrung. Oh je. So, wonach riechen denn alte Menschen penetrant? Ursula von der Leyen. Na gut. Das ist unsere. Was für eine Ministerin? Ach, irgendeine. Fehlen. Irgendeine. Ich glaube, sie war die nicht vorher Familienministerin und jetzt ist sie. Ja, das wäre. Eine Familienministerin, die hat eine, sozusagen ein Kind pro Amt. Na, von mir aus. So, wonach riechen sie denn noch? Voll penetrant. Göbbelshaar ist so eine HWSQ-Karte, oder? Ich weiß noch nicht mal. Ist das ein Wort, ich glaube mal, Göbbelshaar wurde damals in GTA Online erfunden. Ja. Gott, das ist ja 1000 Jahre her. Aber hey, wieder ein Punkt. Pan versteckt sich. Warum kriege ich Pan-Karten die ganze Zeit? Pan versteckt sich auf der Toilette, weil sie von einem wildgewordenen gejagt wird. Warum hätte ich jetzt die Gronkh-Karte spielen können? Hm.
Pan versteckt sich auf der Toilette, weil sie von einem wild gewordenen Kettensägenmassaker gejagt wird. Gut, passt. Ich geb mich geschlagen. Das passt. Aber sie versteckt sich außerdem auf Toilette, weil sie von einem wild gewordenen Clint Eastwood, der sich zur Ruhe setzt, um Lamas zu züchten, gejagt wird. Ja, der setzt sich zur Ruhe, aber ist total wild geworden. Ja. Allein das ist schon den Punkt wert. Weil es widersprüchlich in sich ist, sowas mag ich. Tut mir leid. Ich bin todkrank und meine einzigste Chance auf Heilung ist... Oh mein Gott. Aha. Meine Damen und Herren, es sinkt für Sie das Niveau. Ja, eindeutig. Meine einzigste Chance auf Heilung ist... ein Fotzenschläb schütteln. Oder meine einzigste Chance auf Heilung ist ein durchschnittlicher Hitler. Oh. Nein. Wenn du mein Gas riechst, geht's dir besser. Alter. So. Ach Mensch. Also diese Runde ist definitiv gegen mich gerichtet. Muss aber Mühe geben. Außer, wer hätte gedacht, dass das Letzte ist, was ich jemals sehen werde? Ich muss mal aussortieren. Hoppla. So. Warte mal, das mache ich mal weg, das mache ich weg. Das mache ich mal weg. Und dann spiele ich das. Na los, Graver. So, wer hätte denn gedacht, dass Hieroglyphen 111 egal. Das letzte ist, was ich jemals sehen werde. Oder ein feuchter Traum von Tschernobyl. Oh mein Gott. Das ist so böse. Yes. Da passt ja dieses böse rote Licht hier unter mir. Meine Gefühle für die Entwickler von Ben und Ed. Ja. Okay. Was, die Gefühle für Ben und Ed? Meine Gefühle für die Entwickler von Ben und Ed. Nein. Passend. Meine Gefühle für Ben, für die Entwickler von Ben und Ed. Die Schwulen ruhlen! Sonst kommen die ganzen Dildos her, ne? Oh. Die da im Spiel sind. Außerdem meine Gefühle für die Entwickler von Ben und Ed. Beim Ritzen abrutschen und die Hauptrolle in Captain Hook bekommen. Oh. Die Dildos. Verdammt. Ach komm, du hast die Luchtpunkte. Gönn ihm den Spaß. Ja. Bei einem sehr romantischen Abendessen mit Kerzenschein darf natürlich nicht fehlen. Scheiße! Warte mal, ist hier irgendwie gerade... Ich muss noch mal ein Fenster kleiner machen, weil gar nicht alles zu sehen ist. Ich habe einfach bei mir die Schrift vergrößert. Also hier STAG und Mausrad hoch. Nee, ich meine in OBS. Ich habe... Das waren... Da waren nicht alle Antwortkarten zu sehen. Zum Beispiel die ich gerade gespielt habe. Okay. Gut. Kann weitergehen. Bei einem sehr romantischen Abendessen mit Kerzenschein darf natürlich Ronald McDonald nicht fehlen. Ja, der frisst den alles weg. Nee, das war doch ein komischer Clown, ne? Naja. Ja, okay. Genau. Oder es darf beim romantischen Abendessen mit Kerzenschein ein sehr langsamer Laptop voller hochauflösender Pornos nicht fehlen. Natürlich! Das gibt doch mal extra Romantik, du! Das ist ein Muss! Vor allem, wie romantisch ist es denn, wenn Ronald McDonald die ganze Zeit so dumm grinsend um den Tisch tänzelt? Wenn du einen sehr langsamen Laptop mit hochauflösenden Pornos hast. Ja, und dann versucht er dir ständig noch einen Big Mac anzudrehen. Aber echt mal. So, und in der 6. Klasse musste Tobi einmal zum Direktor, weil er mit seinen Klassenkameraden gemacht hat. Ich ahne Schreckliches. Was hat er denn jetzt schon wieder angeschaut? Der kleine Tobi. Boah, nee, hier, das passt besser. Ja.
Ich spiele jetzt ganz stark das Metapherspiel. So. Er musste wegen Sonnenschein und Regenbögen mit seinem Klassen. Was? Wieso? Warum musste er wegen Sonnenschein und Regenbögen zum Direktor? Warum hat. Hä? Na gut. Die Frage stellt sich. Ja, das ist richtig. Oder weil er eine Katze in einem dunklen Raum, die einen Laserpointer jagt, der an einem Deckenventilator befestigt ist, mit seinen Klassenkameraden gemacht hat. Unglaublich. Robi, du bist ja ein ganz böses Mensch. Katzen. Verdammt. Ja, aber wie gesagt, ich spiele das Metapherspiel. Wofür könnte Sonnenschein und Regenbögen eine Metapher sein? Hast du mitgebracht? Nö, ich hab nur gefunden. Ja, also ich meine, ich kenne die Metapher auch nicht, ich weiß auch nicht, was das bedeutet, aber schön stelle ich mir das nicht vor. So. Eieiei. Hast du Natursekt mitgebracht? Nö, nee, ich hab nur passiv-aggressive Post-its gefunden. Wie hängt das zusammen? Frag ich mich auch. Hast du herpesverseuchte Zombie-Huren-Samurai mitgebracht? Nö, nee, ich hab nur einen absolut gerechtfertigten Massenmord mitgefunden. Wow. Alter. Weißt du, herpesverseuchte Zombie-Huren-Samurai klingt so nach irgendeinem Trash-Film. Könnte ja auch irgendwie ein Nachfolger von aus diesem Steel Samurai sein. So ein bisschen. Ab 18 Version. Ja, hier gewinnt der Alu-Mann auch noch. Ja. Noch eine